Mehrfachraketenwerfer sind eine furchterregende Waffe. Und genau die Furcht ist es, die den psychologischen Teil ihres Erfolgs im Zweiten Weltkrieg ausmachten, als mit der Katjuscha erstmals ein mobiler Werfer auf einem LKW-Gestell in großer Zahl in den Einsatz kam. Ähnliche Waffensysteme besitzen viele Armeen bis heute, denn sie sind billig und effektiv, auch die russische. Bekannt aus russischer Produktion ist vor allem der Werfer BM-21 Grad, auf Deutsch Hagel, der im Donbass auf beiden Seiten zum Einsatz kam und ebenso Angst, Schrecken und Tod verbreitet wie sein Vorgänger. Er ist bis heute der weltweit verbreitetste Raketenwerfer. Doch auch der Werfer der Grad ist eigentlich eine veraltete Waffe, entwickelt in der Sowjetunion der 50er Jahre, ein Zwischentyp basierend auf einem Panzergestell aus den 80er Jahren, hieß TOS 1A und wurde lange geheim gehalten. Die aktuelle Waffe Russlands von diesem Typus heißt jedoch Tornado und ist ein nachsowjetisches Modell, das erst 2012 zum Einsatz kam. Der Werfer kann wesentlich schneller beladen werden als sein Vorläufer und besitzt ein Satellitennavigationssystem. Selbst unvorbereitet kann er in 6 Minuten feuerbereit gemacht werden und Ziele in einer Entfernung von 40 bis 100 Kilometer beschießen. Der Tornado führt die bisher getrennten Raketensysteme Graz, Merz und Uragan auf einer Plattform zusammen. Weitere Videos zu russischer Militärtechnik oben unter dem Link. Aktuelle Russland-News verpasst ihr nicht, wenn ihr einfach unseren Channel abonniert.